da bin ich wieder. Eure Malz. Heute serviere ich euch was Herzhaftes. Was Fantastisches. Kartoffelbrei, Indischensalat und Rinderleber. Mit schönen, knusprigen Zwiebeln. Das ist fantastisch. Jetzt muss ich euch mal was sagen. Ich habe schon vor längerer Zeit damit angefangen, warum dass ich umgezogen bin und weshalb in das, wie heißt das, in das, wo ich gesagt habe, dass ich lauter Spitzbuben, Entschuldigung, aber kann ich Ihnen jetzt erzählen. Das war, ich war im Krankenhaus. Mein Mann ist verstorben und die Erbschleicher, Entschuldigung, sind gekommen und haben als Häuschen unter dem Po rausgezogen. So, als ich nach Hause kam, war der Gerichtsvollzieher da und hat mich geräumt. Weshalb, warum, wieso? Steht noch irgendwo in der Sterne. So. Dann hatten sie mich da in die moderne Kleestraße geschafft. Wo ich gesagt habe, das sind lauter Spitzbuben. Aber ich kann ja auch nichts ändern. Fort ist fort, weg ist weg. So. Und jetzt haben wir uns eine anständige Wohnung gesucht, privat, und wir kommen mit der Miete wunderbar zurecht. Fantastisch. Hätten wir nur früher so eine Wohnung besessen, wären wir sehr dankbar gewesen. Aber es ist ja jetzt zum Guten ausgegangen. Die Schiefkinder, die wollten nur erben, wollten nie bezahlen. Die schon wohl Universalstestament gehabt, dass wir uns gegenseitig, wenn ihm was passiert, fällt es auf mich, auch umgekehrt. Aber die Stiefkinder haben das nicht, wie sieht man dann, nicht zur Kenntnis genommen. Die wollten nur erben, aber nie was bezahlen. Es waren noch genügend Schulden drauf. Aber über Schulden redet man ja nicht. Entweder man hat sie oder man hat sie nicht. So. Aber von 2002 bis 2006 habe ich schon vieles runtergeschafft. Die Tochter hat zu mir gesagt, wenn ich einen Pfennig bezahlen muss, ist die Bude zu klein. Aber wo gibt's das? Ich sag mir doch, wenn ich erben will, muss ich doch auch bezahlen und helfen bezahlen. Es ist ja nicht von mir gekommen. Es ist ja von meinem Mann gekommen, die Schulden. Am besten wäre es gewesen, wenn ich nie die Gegenstände angenommen hätte. Aber ich habe sie ja nicht angenommen. Ich wollte nur nicht ausziehen, da ich ja schon genügend bezahlt habe. So, jetzt kannst du den Rest morgen erzählen beim nächsten Mal. Schau mal. Sieht doch sehr lecker aus, oder nicht? So, darf ich mal probieren? Wenn ihr wollt, könnt ihr nur rüberkommen. Für eine Person habe ich nur immer noch was übrig. So, jetzt darf ich aber mal probieren, okay? Schöne Rinderleber, lecker. Fantastisch. Schmeckt lecker. Wo ist mal lecker, lecker, Fritzchen? Abschied. So. Probiert. So. Macht's nach. Rinderleber gibt's in der Metzgerei. Und wo man günstig, beim Lidl,
nein, bei Edeka. Alles, was günstig ist, kann man auf der Tischstelle. Und es schmeckt. Probiert.